of Sword, yeah. Mal hier ein bisschen. Aha. 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 Gleich einen ganzen Busch von denen. Na super. Den gehe ich einfach mal so aus dem Weg. Den gehen wir. Oh Gott. Oh, mein Ernst, oh Gott. Die halten ein Lichtschwert aus. Ja, schon klar, wie ich so schön sage. Erstmal weiß ich, ich gehe einfach unten lang. Scheiß drauf, ich hab wahrscheinlich das Wichtigste, das Slow Motion, weiß ich, wo es ist. Hoffentlich ist es auch noch da, wenn ich jetzt hier lang hüpfe. Stirb, scheiß Fisch. Hier und wo war's? Da haben wir's. Aha, jetzt ist es auf einmal. Ach ja, weil ich keine Macht ausgewählt habe. Interessant. Top, top. Und schauen wir hier. Schauen wir da noch ein bisschen. Ich könnte schwören, oben wäre wirklich noch so eine kleine Macht. Aber die Gegner gefallen mir bei weitem nicht. Hopp. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich mehr mit der Macht teile, geht die Heilwirksamkeit nach unten. Kann aber auch nur optische Täuschung sein. Kennt man ja, optische Täuschung. Na, war ja klar. Da oben ist nur Macht, Macht, Macht. Mhm. Schauen wir mal nach hier drüben. Da, zack, unnötiger Gegner. Unnötiger Gegner 2. Top, top, top. Zap, zap. Mhm. Nichts. Und nach unten. Wenigstens heile ich mich gerade ganz gut, muss ich sogar sagen. Und, ah, Lag, weil zu viele Sprites. Ach, Lag ist ja das falsche Wörtchen. Hm. Kann ich mich auch nicht mehr rausreden, weil ich ja mittlerweile weiß, dass es das falsche Wort ist. Uiuiui. Ey, man müsste echt wissen, wo die ganze Macht gedünst ist. Ich meine, guckt euch das Level an. Wenn ich das hier als x-tausendmal durchlaufe, kriege ich ja Stäbchen absoluten Koller. Das kann ich auf den Pilzköpfen nicht mal landen. Ich kann schon, das könnte ich mal. Okay, da sind wir schon mal Yoda. Jetzt gucke ich mich wenigstens nochmal hier ein bisschen um. Einmal noch da oben lang. Das ist meine. Hopp. Und ich mich mal ein bisschen hoch. Na, klasse. Mache ich das einfach so. Genau. Zieht nicht auf ihn. Warum solltet ihr auch auf ihn ziehen? Aha. Haha. Bitte hier oben noch ein bisschen ein Dankeschön dafür, dass ich mich an diesen Viechern vorbeigekämpft habe mit noch einer Macht. War ja zu viel verlangt. Und schwupp. Ich fliege einfach in die nächste Stage. Na gut. Warum auch nicht, wie ich so schön sage. You wish to become a Jedi. Also, du möchtest ein Jedi werden. Ein Jedi spürt die Macht durch seinen ganzen Körper. Das zieht es um uns, in uns, drumherum. Ja, ja, wir fühlen alles damit. Du musst die Macht fühlen. Tu oder tu es nicht. Do or do not. Ich glaube, hier fehlt dieses charmante deutsche. Du müssen die Macht fühlen. Macht sonst fühle nicht. Ah, das ist das Level, mein Untergangslevel. In dem, wo ich quasi nicht weitergekommen bin.
Das erkenne ich doch gleich wieder. Gleich ein bisschen Blaster Power. Yay. Geil, Lomat. Yep. Das ist das Level, in dem ich damals festgesteckt habe. Das erkenne ich einfach wieder. Ich war einfach oft genug hier. Hier gab es auch noch ein bisschen versteckte, sag ich mal, Kräfte. Hopp. Und wo hier unten gab es ja noch ein bisschen Macht. Immer dieser Tötungsaal. Okay, offensichtlich doch nichts hier unten. Da beschwören können, es wäre so. Ich will nicht gleich meinen Großteil der... Oh. Gut, geschafft. Warum kann ich mal auf den Pilzköpfen laufen? Warum mal nicht? Aha, geschafft. Natürlich schiebt mich von einem zum anderen. Kenne ich ja. Okay, ich habe jetzt hier diese Evaluation gemacht. Aha. Ich habe einfach mal hier hochgeschaut. Yay, Force Power. Und gucke, Anti-Motion. Ich habe doch schon Anti-Motion. Slowdown, Saber Deflect. Wow. Nett, also jetzt kriege ich hier offensichtlich die komplette Macht. Das sah eben auch noch aus, als wäre es Macht. Ja, wieder mal unerreichbare Gegner. Zack. Ich muss auf jeden Fall trotz allem noch da unten lang, weil da gab es dieses Blaster-Update. Und das kann nicht schaden. Ach ja, hier gab es ja irgendwo auch noch was. Bin ich mittlerweile sicher, dass es so ist. Hopp und hopp und hopp. Ah, wieder so ein Unsterblichkeitsaal, der einfach Lichtschwertern widersteht. Ach, das mit den ganzen Lichtschwertern widerstehen, das pisst mich teilweise wirklich bösartig an. Warum schieße ich auch mit den blöden Viechern? Ich sollte wieder... Das... Ah, dieses... Okay. Aha, mittlerweile finde ich das Lichtschwert schon beinahe besser als den unnützen Laser. Laser, Phaser, Banana, Foo, Phaser. Stimmt, hier bei dem Teil gab es ja jetzt noch ordentlich. Kann ich ein bisschen mich aufladen. Pop. 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 Also es gibt hier überall noch ein bisschen verstecktes Gimmicks-Zeug. Das ist das Problem. Ah, das habe ich gerade nicht gut gebrauchen können. Top. Ich kann jetzt natürlich hier nicht hochspringen, weil ich einfach lagge durch die Gegner. Das ist das Genialste, was es gibt. Ein Schild habe ich. Hey, das ist ja nicht ganz so unpraktisch. Jetzt lass mich doch einmal vor. Ich muss hier doch gleich wieder auf so eine Ebene hoch. Ich könnte versuchen... Aha, schauen wir einfach uns hier mal so ein bisschen um. Natürlich, dass ich jetzt die komplette Macht verbraucht habe für den Gegner. Und ja, ihn kennen wir ja schon aus Herzensgüte. Ah.
Und was ist jetzt so viel anders als beim letzten Mal? Ich habe 4 Leben, ich kenne seine Mechanik und ich könnte eigentlich auch was anderes als das Lichtschwert benutzen. Aber das Lichtschwert ist am effektivsten, wie ich so feststellen muss. Und offensichtlich bin ich gestorben, obwohl ich gerade Leben benutzen wollte. So, machen wir das jetzt einfach mal so. Ich weiß, dass ich hier hoch elevieren muss. Yay. Und nutze meine Macht gleich mal für was anderes. Zap. Da haben wir hier ein bisschen. Hier ein bisschen. Da ein bisschen Force Power. Yay. Ab. Und jetzt sollte ich. Habe ich die. Evasion Slowdown. Mind Control. Hä? Wo ist denn jetzt hier. Offensichtlich finde ich auch noch verschiedene Mächte. Irgendwie blöd. Geht mir auch alles gerade tierisch auf die Nüsse. Ist mir jetzt auch kackegal. Ich sterbe mich hier schon mal durch die Level und möchte gern durch den Boden fallen. Und dann, wenn man es möchte, geht's eben nicht. Kennt man ja. Jetzt muss ich natürlich hier gegen den Unsterblichkeitsaal kämpfen. Ist ja klar. Kennt man ja. Stirbt man halt immer. Achso, ist so ein bisschen Zufall, was ich hier an Mächten finde. Guck ich mal hier ein bisschen rumspringen. Hopp, hopp. Hier eine Macht. Da haben wir noch eine Macht. Health habe ich zweimal gerade gefunden. Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund. Wenn ich etwas doppelt habe, gibt das mir einfach was anderes. Jetzt schaue ich mich nochmal um. Da gab es ja noch so ein Ding, wo ich ziemlich hochfliegen konnte. Ich weiß, dass da auf jeden Fall noch eine Macht. Es war noch auf jeden Fall eine Power da. Top. Gucken wir uns das einfach mal an. Top, 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 top. Und jetzt ist mir die Macht ausgegangen, natürlich kurz bevor. Ach, guck an. Das ist ja auch mal sehr interessant. Jetzt habe ich mich quasi auf gut Deutsch dran vorbeigeschietet. Das ist ja mal ziemlich interessant, muss ich jetzt gerade zugeben. Elevation war hier gerade. Top. Jetzt mal gucken, wie hoch ich noch kann. Da haben wir noch eine Macht. Jetzt sind sie alle hier oben versteckt gewesen. Das ist ja natürlich mal nett und ohne Gleichen seinesgleichen. Cold Freeze. Cold Freeze habe ich. Elevation. Na klar, dafür habe ich jetzt keinen Random gekriegt. Guckt euch das an. Die sind alle hier oben versteckt. Ich krieg die haarigen Zähne. Mind Control. Ich habe alle Mächte. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Ich glaube, an der Stelle muss ich einfach mal. Ach, doch, ich mache hier ein Safe State, weil ich alle Mächte gefunden habe. Indem ich aus Versehen. Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Aus Versehen gerade es geschafft habe, mich. Dran vorbeizuschieden. Es war weder Absicht noch böswillig. Ach, dieses mit. Ich springe einfach von hier nochmal. Und gucke, das ist wahrscheinlich dieses Slowdown. Anti-Motion. Kann ich hier auch noch meine Macht wieder ein bisschen aufladen? Das gefällt mir eigentlich gerade alles sehr gut, muss ich sagen. Und ja, ich sehe gerade auch die Zeit für die Folge ist vorbei. Also, ich habe einen Glitch gefunden. Ein klasse Glitch sogar. Einfach zu erledigen, indem man da eloviert herumfliegt, wenn man es eigentlich nicht sollte. Dann kommt man hier automatisch in den Glitch. Ich werde
mich jetzt gerade nochmal drüber aufregen. Und eigentlich wollte ich schon lange Schluss machen. Ach, da war der Pauseknopf. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin jetzt ganz, ganz guter Dinge, dass ich diesen Gegner besiegen werde. Einfach, weil ich eine Menge Leben übrig habe. Na, nicht mehr ganz so viel. Aber wir werden einfach mal schauen. Das war euer Darkuru mit Super Star Wars The Emperor Strikes Back. In neuer Auffassung und neuer Fassung mit ganz, ganz viel Macht. Bis zum nächsten Mal.